Wir haben gegen 14.58 Uhr, also kurz vor drei heute Nachmittag, das Ansatzstichwort Verkehrsunfall mit Verletzten, schwerer Verkehrsunfall bekommen. Nach ersten Angaben sollte ein Pkw frontal mit einem Lkw kollidiert sein. Die erst eintreffenden Polizeikräfte haben dann aber schnell durchgeben können, dass es sich hier aller Voraussicht nach nur um einen, nur in Anführungsstrichen, Alleinunfall handeln soll. Wir haben hier einen BMW, der aus Richtung Vollmerstein in Fahrt Richtung Hagen-Innenstadt unterwegs gewesen ist. Nach ersten Erkenntnissen müssen wir davon ausgehen, dass das Fahrzeug die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hier offensichtlich überschritten hat. Ein sehr großes Trümmerfeld. Teilweise sind Fahrzeugteile weit vom eigentlichen Fahrzeug weggeschleudert worden, sodass wir davon ausgehen müssen, dass tatsächlich hier ein Geschwindigkeitsverschuss zugrunde liegen könnte. Das müssen aber dann die weiteren Auswertungen der Unfallspuren ergeben. Zum Glück haben wir nur die beiden Insassen als Verletzte zu beklagen. Anhand der Unfallstelle könnte man fast vermuten, dass hier ein Schutzengel die größte Rolle gespielt haben muss. Bei dem Unfallbild, was wir hier sehen, dann muss man schon fast von einem tödlichen Verkehrsunfall ausgehen. Das hatten wir zum Glück nicht. So wie es scheint, haben beide Insassen Glück gehabt. Wir haben beide zunächst als Schwerverletzte deklariert, müssen aber dann im Laufe des Tages abwarten, was die krankenhausärztliche Untersuchung ergibt. Ja, nach den ersten Unfalleinschätzungen können wir sagen, dass ein Baum durch das Fahrzeug gefällt worden ist. Der Motorblock ist komplett aus dem Fahrzeug gerissen. Es ist hier in die angrenzende Bahnböschung geflogen. Wir haben auch noch andere Fahrzeugteile, die verstreut über die Unfallstelle liegen. Also wir haben schon ein sehr großes Trümmerfell, das hat man auch nicht alle Tage.